Lecture, die Corona-bedingt immer noch als Online-Format stattfinden muss. Bevor ich beginne oder bevor wir mit der Veranstaltung an sich beginnen, müsste ich kurz noch ein paar Worte zum technischen Ablauf der heutigen Veranstaltung sagen. Wir haben drei Gäste bei uns heute. Das sind zum einen Markus Moskau von der Linksjugend Ludwigsburg und von auch von Fridays for Future, Sabine Leidig, Bundestagsabgeordnete der Linken, und Mario Candeias, Leiter des Instituts für Gesellschaftsanalyse der RLS, also der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Wir werden also zunächst drei Inputs von unseren Gästen hören. Diese Inputs werden live auf Facebook übertragen, um die Reichweite dieser Veranstaltung zu erhöhen. Und während der Livestream läuft, würde ich euch bitten, Kameras und Mikros ausgeschaltet zu lassen, damit ihr nicht sozusagen ungewollt und ungefragt in die Weiten des Internets gestreamt werdet. Ihr habt aber während die Inputs laufen, während die Vorträge laufen, jederzeit die Möglichkeit, Fragen oder Anregungen für die anschließende Diskussion auch während der Inputs schon in schriftlicher Form einzureichen, indem ihr sie einerseits, wenn ihr hier in Zoom zuschaut, in die Chatfunktion schreibt oder aber, wenn ihr dem Livestream auf Facebook folgt, indem ihr sie als Kommentare in die Kommentarspalte von Facebook tippt. Im Anschluss an die Inputs werde ich dann eure Fragen aus dem Chat oder aus dem Kommentarspalt in Zoom an unsere Gäste zur Beantwortung oder zur Diskussion weitergeben. Wenn drei bis vier Fragen, je nach Länge, beantwortet sind oder auf diese Weise diskutiert sind, werden wir den Livestream unterbrechen und anhalten und in die dritte Phase der Veranstaltung einsteigen, in der alle, die sich im Zoom-Meeting eingefunden haben oder die in Zoom dabei sind, sich auch persönlich für weitere Diskussionsbeiträge oder Nachfragen zu Wort melden können. Ihr könnt euch dann einfach melden, indem ihr das Wort Meldung in den Chat schreibt oder ein Sternchenzeichen in den Chat schreibt. Ich nehme euch dann dran und schalte euer Mikro und euer Video frei, sodass ihr eure Fragen persönlich stellen könnt. Und der Teil wird dann eben nicht mehr live übertragen. Ja, so viel zur Technik und jetzt zur Theo Bergmann Lecture. Mit den Theo Bergmann Lectures erinnern wir als Landesstiftung Baden-Württemberg an unseren langjährigen Weggefährten, Lehrer und geduldigen Gesprächspartner Theo Bergmann, der am 13. Juni 2017 im Alter von 101 Jahr verstorben ist. Über Theo Bergmann müsste man jetzt eigentlich mehr sagen, als man im Rahmen von ein paar einführenden Worten hier sagen kann. Theo Bergmann war ein kritischer Kommunist. Er hat Zeit seines Lebens in Theorie und Praxis für die Arbeiterbewegung sich eingesetzt. Er ist in der Weimarer Republik in der kommunistischen Parteiopposition, KPO kurz, politisiert und politisch sozialisiert worden. Einer Strömung im deutschen Kommunismus jener Zeit, die sich zum Beispiel für die Einheitsfront der Arbeiterbewegung gegen den Faschismus und damit gegen die Sozialfaschismuslinie der KPD-Führung gewandt hat, die im Angesicht des Aufstiegs der Nazis lange und zu lange die Sozialdemokratie immer zum Hauptfeind erklärt hat. Stattdessen forderte eben die KPU eine Abkehr von diesem ultralinken und spalterischen Kurs und setzte sich für die praktische Arbeit in den Gewerkschaften ein, zum Beispiel mit praktischen Aktionsprogrammen und Übergangslosungen, wie es wörtlich in einem Artikel von 1930 aus der Feder von Theo Bergmanns oder von einem von Theo Bergmanns politischen Lehrer, dem Kommunisten August Thalheimer, hieß. Ich selbst hatte auch noch das Glück, Theo Bergmann kennenzulernen. Mir ist seine praktische und lebensnahe Art im politischen Denken in Erinnerung geblieben. Die nüchterne Analyse der Situation, was wäre erstrebenswert, was können wir erreichen, mit wem, wer sind unsere Bündnispartner, wie können wir jetzt im Hier und Jetzt Schritte in die richtige Richtung machen. Ja, und auch sehr positiv ist mir an Theo Bergmann seine Offenheit und seine Neugier in Erinnerung geblieben, mit der entstehende aktuelle politische Bewegung immer verfolgt hat und auch seine Offenheit gegenüber jungen Menschen. Wenn man ihn angefragt hat für eine Rede auf einer Kundgebung oder für einen Vortrag bei einem Linksjugendtreffen oder so, hieß es immer wie aus der Pistole geschossen, wird gemacht, wann? Ne? Also er war da immer sehr offen und zugänglich und immer bereit, sein Wissen weiterzugeben und mit jungen Leuten zu diskutieren. Theo Bergmann hat noch in seinen letzten Lebensjahren so ein Format für die politische Bildungsarbeit bei uns in Stuttgart angestoßen, auch in der Landesstiftung, und zwar in Form von Matineen, die traditionell im Clara Zetkin-Waldheim im Stuttgarter Stadtteil Sillenbuch stattgefunden haben. Da wurden dann aktuelle Themen mit kurzen Vorträgen eingeleitet und anschließend diskutiert. Ja, und mit den Theo Bergmann Lectures möchten wir nach Theos Tod als Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg diese Tradition fortführen, auch wenn wir jetzt dieses Jahr 2020 leider nicht anschließend im Garten des Clara Zetkin-Hauses sitzen können, sondern vor unseren PCs sitzen. Genau. Ja, vorher in der Einleitung zu Theo Bergmann fiel ja schon das Wort Bewegung, und eine der beeindruckendsten Bewegungen der letzten
des letzten Jahres oder der letzten Zeit war unzweifelhaft die fast vollständig von Jugendlichen, von Schülerinnen und Schülern, von Studierenden getragene Klimabewegung. Fridays for Future und die ganze neue Welle der Klimaprotesten, vor allem im Jahr, schwerpunktmäßig im Jahr 2019, haben erfolgreich die öffentliche Diskussion beeinflusst, muss man sagen, und haben einen Druck erzeugt, der Politik und Wirtschaft zumindest in Zugzwang gebracht haben. Auch wenn die politischen Zugeständnisse, die erreicht wurden, und von der Regierung umgesetzt wurden, vielleicht überdeutlich zeigen, dass man noch lange nicht am Ziel ist. Wir wollen in unserer heutigen Veranstaltung das Entstehen und die Forderung von Fridays for Future in Erinnerung rufen und freuen uns, dass wir mit unserem ersten Gast Markus Moskau einen Kollegen bei uns haben, der Mitinitiator von Fridays for Future aus Stuttgarter Sicht in unserer Nachbargemeinde Ludwigsburg war. Markus ist aber auch gewerkschaftlich und parteipolitisch aktiv, was ihn für uns zum idealen Gesprächspartner macht. Markus, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Auf die gesamte gesellschaftliche Linke und auch auf die Partei Die Linke, die uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung nahesteht, ist zumindest unser Eindruck, die ganze Klimabewegung als Anstoß gewirkt, die ökologische Programmatik nochmal weiter zu schärfen. Sabine Leitig, die auch heute bei uns zu Gast ist, gehört zu den Politikerinnen innerhalb der Linkspartei mit dezidiert umwelt- und klimapolitischem Schwerpunkt. Sie war Mitverfasserin des Aktionsplans Klimagerechtigkeit der Linksfraktion im Bundestag. Und es ist, denke ich, eines der aktuellsten programmatischen Dokumente der Linken zur Klima- und Umweltpolitik. Ja, und des Weiteren auch von einem Positionspapier für eine sozial-ökologische Neugestaltung des Verkehrsrechts. Für Sabine als langjähriger verkehrspolitischer Sprecherin der Fraktion hat die Thematik der Mobilitätswende immer eine große Rolle gespielt. Sabine wird für uns die Eckpunkte der Klima- und insbesondere mobilitätspolitischen Programmatik der Linken vorstellen oder uns darin einführen. Sabine, schön, dass du heute dabei bist. Ja, und nach unserer Einschätzung ist es nämlich auch gerade diese Frage der Mobilitätswende, die eine Schlüsselrolle bei der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um eine sozial-ökologische Wende überhaupt spielt. Auf der einen Seite ist der Verkehrssektor derjenige Sektor, in dem es bisher eigentlich zu keinerlei Trendumkehr gekommen ist, was sozusagen die Reduktion der Treibhausgasemissionen anbelangt. Aber zugleich ist das gegenwärtige deutsche Mobilitätssystem mit seiner Fixierung aufs Auto ganz untrennbar verbunden mit einer der Bastionen des deutschen Kapitalismus, also mit der Autoindustrie. Und das wiederum ist aber auch die Autoindustrie, ist wiederum auch ein Sektor, in dem die Gewerkschaften trotz aller, sagen wir mal, auch Terrainverluste, die es auch dort gab, immer noch eine Bastion von ihrer Organisationsmacht hat und dort eben tariflich auch noch Arbeitsbedingungen abgesichert sind, die auch für andere Branchen erstrebenswert wären, wenn man allein auf die Arbeitszeitreduktion auf 35 Stunden denkt. Und diese Aspekte zusammengenommen machen Mobilität zu einem entscheidenden sozial-ökologischen Konfliktfeld, was wir ja auch versucht haben, im Titel dieser heutigen Veranstaltung vorweg oder anzudeuten. Ja, und unser letzter Gast, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ist Mario Candeias. Er ist Leiter des Instituts für Gesellschaftsanalyse bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Das Institut für Gesellschaftsanalyse, das IFG, setzt sich gerade sehr intensiv mit der Thematik der Mobilitätswende auseinander. Mario wird uns ein paar spannende Einschätzungen zu der alles entscheidenden Frage ja letztendlich geben, in welchen Bündnissen, wie und mit wem und in welchen Zeithorizonten die gesellschaftliche Linke hier und überhaupt in diesem Konfliktfeld agieren kann und wirkmächtig werden kann. Und ich denke, ich bin hier auf jeden Fall gespannt auf die heutige Diskussion. Und Mario, herzlich willkommen und schön, dass du auch dabei bist. Ich fange an und wollte Markus fragen, ob du uns vielleicht zu Beginn berichten könntest, wie es eigentlich dazu kam, dass du und deine und Mitschüler von dir sich 2019 oder vielleicht war es auch schon Ende 2018 in Fridays for Future organisiert habt, dass ihr euch da organisiert habt. Was waren die Forderungen und was hat euch zusammengebracht? Ja, gerne. Vielen Dank, Filippo. Also wie gesagt, ich habe in Ludwigsburg die Fridays for Future-Bewegung mitinitiiert. Angefangen hat das für mich ein bisschen früher. Ich bin seit Ende 2017 in Linksjugendzollern aktiv und war Ende 2018 auf einer Veranstaltung, wo ich das erste Mal von der Klimafrage ehrlicherweise mitbekommen habe und auch von der Bewegung, dass die sich gerade am Gründen ist. Ich saß dann circa 2 Wochen später, nachdem ich gehört habe, dass sowohl in Stuttgart als auch in Bodensee in Baden-Württemberg schon Ortsgruppen existieren, mal in der Bahn, und habe einen Artikel der Stuttgarter Zeitung gelesen, dass jetzt die Proteste eben auch in Stuttgart stattfinden, und habe mich gefragt, okay, Stuttgart ist recht nah, trotzdem, warum gibt es das eigentlich nicht auch in Ludwigsburg? Ich habe dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet, erstmal nur mit 3 meiner Freunden,
und habe den Einladungslink zu dieser Gruppe in alle Klassengruppen geschickt, die ich kannte, an alle Kontakte, die ich hatte. Und daraus hat sich ein riesiger Schneeball geformt und die Bewegung hat immer mehr an Fahrt aufgenommen. Also wir waren erst 4 Leute, dann ein paar Tage später 12, 20 und gegen Ende waren wir um die 550, glaube ich, in allen Gruppen zusammen. Wir haben 5 Tage später, nachdem wir die Gruppen gegründet haben, auch gleich den ersten Streik organisiert. Das war am 25.01.2019. Da hatten wir in Ludwigsburg 300 Leute und das Feeling, die Atmosphäre war großartig. Also da waren ganz, ganz viele SchülerInnen, die sich fürs Thema interessiert haben, dafür gebrannt haben, ehrlicherweise aber noch nicht wirklich stark politisiert waren und auch noch nicht sehr viel Erfahrungen vor Fridays for Future gesammelt hatten, zumindest mehrheitlich. Und die Anfangsphase der Bewegung war wie Flitterwochen. Also irgendwie alles war rosig, es hat großartig funktioniert, die Streiks liefen, die Leute kamen zu den Plenar, die Arbeit hat stattgefunden, ohne dass es große Verzögerungen gab. Und ja, es war eine tolle Zeit und ich denke, wir haben in der Phase sehr, sehr viele Menschen, die, wie gesagt, noch nicht politisiert waren, für die Klimafragen Bewusstsein schaffen können. Als nächstes würde ich vielleicht gerne den 20.09. ansprechen, der, wie wir ihn in Ludwigsburg genannt haben, Generalstreik fürs Klima. Da hat das Framing von Ortsgruppe zu Ortsgruppe immer ein bisschen sich unterschieden. Ich möchte ihn aus dem Grund vorheben, als dass das für mich ein sehr besonderer Tag war. Wir haben den zusammen mit einem Bündnis organisiert in Ludwigsburg, zusammen mit der IG Metall Ludwigsburg, mit der GEW Ludwigsburg, BUND, NABU, Parents for Future, Students for Future und ganz, ganz viele andere Organisationen, die im breiteren UnterstützerInnenkreis waren. Und wir haben es tatsächlich geschafft, 5.000 Leute an dem Tag in Ludwigsburg auf die Straße zu bringen. Das war damit die größte Demonstration in Ludwigsburg, die während der Arbeitszeit stattgefunden hat, die stattgefunden hat, während gleichzeitig in Stuttgart eine mit 30.000 Menschen war. Und insgesamt waren an dem Tag 1,4 Millionen Leute in Deutschland auf der Straße. Und es war insofern großartig, als dass nicht nur SchülerInnen, wie es lange Zeit der Fall war, gestreikt haben, sondern eben auch Belegschaften, hauptamtliche GewerkschaftssekretärInnen, Studierende. Letztendlich war es ein bunter Querschnitt durch die Gesellschaft, die an dem Tag sich für Klimaschutz engagiert hat und tatsächlich hatten alle ein sehr ähnliches Narrativ, beispielsweise was sich in den Reden wiedergespiegelt hat. Das war tatsächlich am nächsten Weltklimastreik, den 29.11., zumindest in Ludwigsburg schon wieder nicht so. Mit der Zeit haben sich Widersprüche aufgetan, inhaltliche Differenzen zwischen verschiedenen AkteurInnen. Beispielsweise auch die Frage, die wir heute diskutieren, wie weit das herrschende Wirtschaftssystem, der Kapitalismus mit der Klimafrage zusammenhängt. Und während am 20.09. letztendlich 3 verschiedene Reden dasselbe Thema und denselben Inhalt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben, war es am 29.11. eher so, dass jeder Akteur das sagt, was er persönlich für richtig hält und die Stimmung war sehr viel angespannter. Die Konflikte, die sich zumindest in meiner Basisgruppe aufgetan haben, haben sich mit der Zeit auch zugespitzt, also vor allem zwischen Parents for Future und Fridays for Future. Ich finde, es ist eigentlich recht interessant, dass sich innerhalb einer Bewegung, die ja immer viel mit Generationengerechtigkeit auch zu tun hatte, sich dann intern ein Konflikt aufgrund von Generationen, also unter anderem vielleicht, aufgetan hat. Die Konflikte haben sich zugespitzt, es sind sehr viele komische Dinge passiert. Letztendlich hat sich dann Parents for Future in Ludwigsburg aufgelöst und als dedizierte Lobbygruppe auf lokaler Ebene neu gegründet. Der Konflikt hat sich mit der Zeit auch auf Fridays for Future gesamt ausgeweitet und wurde dort weitergetragen. Und ehrlicherweise denke ich, dass zumindest in Ludwigsburg Fridays for Future gestorben ist. Also ich sehe einen sehr ähnlichen Trend insgesamt. Bundesweit passiert sehr viel weniger von dem, was ich noch mitbekomme, da ich trotzdem noch gut vernetzt bin. Wird sich viel nur noch, ist es eine Routine ohne wirklichen Drive und es ist eigentlich traurig anzusehen. Ich bin persönlich auch nicht mehr bei Fridays for Future aktiv, sondern wieder in Linksjugend Zollet und tatsächlich sind viele linke, progressive, antikapitalistische Leute, die früher bei FFF organisiert waren, mittlerweile bei Solid. Und da hätte ich auch behauptet, dass die Arbeit sehr viel sauberer stattfindet als früher in Fridays for Future. Genau. So viel vielleicht zu Fridays for Future, zur Geschichte. Genau.
Filippo. Vielen Dank für diese Einschätzung, die eben auch ein bisschen gezeigt hat, dass natürlich Bewegungen immer auch ihre verschiedenen Phasen haben. Ich wollte auch noch mal ein bisschen auf den Inhalt sozusagen oder auf die Forderungen oder wie ihr inhaltlich diskutiert habt über eben die Klimakrise, die ja letztendlich das war, was alle zusammengeschweißt hat. Man hat ja auf Fridays, auf den, sagen wir mal, Schildern, also jetzt hier in Stuttgart, überall bundesweit, auf den Schildern oft Sprüche gelesen, wie There is no Planet B und solche. Aber auch sehr oft, wenn auch vielleicht etwas weniger häufig, hat man ja auch Sprüche oder Slogans gesehen wie System Change, not Climate Change. Und ja, das gesagt, wollte ich dich nochmal fragen, wie genau bei euch in der Gruppe oder in dem Fridays for Future-Umfeld, in dem du dich bewegt hast, über die Frage diskutiert wurde, wie tief der gesellschaftliche Wandel oder auch der Eingriff ins Wirtschaftssystem und die Veränderung des Wirtschaftssystems sein muss, um die Klimakatastrophe abwenden zu können. Wie wurde der Kasten darstellen, wie das bei euch so diskutiert wurde? Ja, gerne. Also vielleicht muss ich damit anfangen und sagen, dass Fridays for Future bundesweit nie antikapitalistisch war. Also wir haben sechs, die ich zusammenbekomme. Die kann man googeln, auf jeden Fall. Die waren 100% systemimmanent. Sie haben sich nach dem Pariser Klimaabkommen gerichtet. Es ging beispielsweise darum, dass bis zu dem und dem Jahr 100% Kohlestrom abgeschafft werden soll. Also 100% quasi Kohlekraft abgeschafft werden soll, so. Und erneuerbare Energien benutzt werden sollen. Es gab aber gleichzeitig viele Basisgruppen, Ortsgruppen, Strukturen insgesamt in Fridays for Future, die dediziert links waren, dediziert antikapitalistisch. Und meine Ortsgruppe würde ich da auch dazu zählen. Beispielsweise Köln war eine sehr aktive, sehr große Ortsgruppe, die auch entsprechend Menschen auf die Straße gebracht hat. Da ist nur auch ein Phänomen gewesen, dass die Arbeitskultur in Fridays for Future teils sehr unausgeglichen war. Also sehr wenige Personen haben sehr viel Arbeit übernommen. Und ich habe gehört, dass die Ortsgruppe Köln quasi ein Kollektiv-Burnout hatte und sich dann aufgelöst hat. Frankfurt ist auch eine antikapitalistische Ortsgruppe am Main, die immer noch sehr aktiv ist. Das ist aber beispielsweise, soweit ich weiß, in Berlin mit Luisa Neubauer ganz anders. Genau, deswegen, also FFF insgesamt war nie antikapitalistisch und hat sich nach einem grün-liberalen Narrativ die Klimakrise erklärt. Viele Ortsgruppen jedoch schon. Ich hätte trotzdem behauptet, dass die Stärke der Bewegung und auch die größte Errungenschaft, die sie tatsächlich errungen hat, sowie auch die Zwecksetzung meiner Ortsgruppe, die wir persönlich hatten, es war, Bewusstsein zu schaffen und die Bevölkerung zu politisieren. Wie gesagt, am Anfang der Bewegung werden ganz, ganz viele Leute, die nicht politisiert waren, nicht politisch aktiv waren, die auf einmal auf die Straße gegangen sind für ein doch recht abstraktes Thema wie den Klimawandel. Ich finde, dass für uns Linke jedoch die Frage sein muss, welche Art von Bewusstsein wurde dort geschaffen. Ist es ein bürgerlich-konsumkritisches, das die Verantwortung am Klimawandel bei den KonsumentInnen sieht, oder haben wir ein antikapitalistisches Bewusstsein geschaffen und aufgezeigt, dass eben das Wirtschaftssystem und nicht unser Einkaufsverhalten verantwortlich ist für den Klimawandel? Das liberale Narrativ geht, wie gesagt, in etwa danach, ja, die Nachfrage steuert ja das Angebot. Bedeutet, wenn ich im Rewe anders einkaufe, dann beeinflusse ich die Produktion. Dementsprechend ist aus dieser Perspektive heraus aus meinem Mittel, um die Klimakrise zu verhindern, individuelle Veränderungen am Mobilitätsverhalten, am Einkaufsverhalten etc. etc. Also für mich, für viele andere AktivistInnen in Fridays for Future war letztendlich immer klar, dass das herrschende Wirtschaftssystem, dieser Kapitalismus, die Klimakrise verursacht. Es ist eben gerade nicht so, dass die KonsumentInnen, die einkaufen gehen, die Produktion bestimmen, sondern der Firmenchef, der, naja, die Produktion bestimmt, weil ihm die Firma gehört. Und der entscheidet nach dem, was ihm am meisten Profit bringt. Ergo ist die Klimakrise auch nur abzuwenden, wenn dieser Kapitalismus überwunden wird und, wie im Titel der Veranstaltung formuliert, ein ökologischer Sozialismus geschaffen wurde. Das Hauptproblem oder so der Hauptgrund, warum ich den Kapitalismus dafür verantwortlich mache, sind einerseits der Wachstumszwang als auch der Konkurrenzdruck. Ich hätte gesagt, dass dieser Rahmen, der dem Kapitalismus immanent ist, verantwortlich ist, dass die Klimakrise existiert, weil ich mich immer nach Rentabilität richte und auf dem Markt im Preiskampf mit anderen Firmen stehe und eben
bestmöglich versuchen muss, meine Preise niedrig zu halten, dadurch, dass ich neue Standorte aufmache und mehr Ressourcen verbrauche und damit Treibhausgase emittiere, oder dass ich mehr produziere, um den Stückpreis zu senken, oder Lohnkosten senke und damit eben ArbeitnehmerInnen-Existenzen kaputt gehen können. Dementsprechend ist der Kapitalismus das Problem. Und für uns Linke können Mittel des Kapitalismus und Mechanismen des Kapitalismus auch nicht die Herangehensweise sein, wie wir die Klimakrise bekämpfen können. Wir reden beispielsweise über Mobilität, und ich finde, als Linke müssen wir uns die Frage stellen, was sind die Notwendigkeiten, warum ich überhaupt von A nach B erst gehe? Und da sind, wie ich finde, die beiden Hauptgründe, warum Mobilität und warum Verkehr stattfindet. Einerseits der Weg also zur Arbeit und wieder zurück, und der Warentransport. Wir müssen alle, solange wir nicht sehr viel Glück haben, so circa 8 Stunden am Tag unsere Arbeitskraft für Lohn verkaufen. Und vor allem im Feierabendverkehr bedeutet das ein sehr, sehr hohes Verkehrsaufkommen. Man hat wiederum während Corona gesehen, weil ganz, ganz viele im Homeoffice waren, waren die Straßen und Bahnen sehr leer. Also natürlich hat das auch andere Gründe, aber beispielsweise der Feierabendverkehr war so gut wie non-existent. Sprich, auch hier der Wachstums- und Konkurrenzrahmen des Kapitalismus sorgt dafür, dass so viel Verkehr aufkommt, wie er erst tut. Es bedeutet auch im Umkehrschluss, dass selbst ein grün modernisierter Kapitalismus, der die Wachstumswirtschaft an Ökologie versucht, bestmöglich anzupassen, nur das Wie angehen kann und nicht das Warum. Und genau da liegt eben das Problem, nicht in der Art und Weise, wie Kapitalismus funktioniert, sondern dass Kapitalismus überhaupt existiert. Beziehungsweise, ich kann das Warum bedingt angehen, nur das innerhalb des Rahmens, der mir von vornherein gesetzt ist. Und Profit und Rentabilität bestimmen eben allem voran die Entscheidungsfindung im Kapitalismus. Weniger Verkehr, weniger überschüssige Produktion, was notwendig wäre, um Treibhausgasemissionen zu verringern, rentieren sich nicht. Ich kann damit keinen Profit machen. Und genau aus dem Grund wird es auch nicht im großen Stil gemacht. Kapitalismus kann nicht so weit grün reformiert werden, dass die Klimakrise aufgehalten werden kann. Der Wachstumszwang und der Konkurrenzdruck verursachen eben den Klimawandel, und eine scheinbar ökologischere Produktion oder ein grünerer Anstrich kann nicht die Maßlosigkeit der kapitalistischen Wachstumswirtschaft ausgleichen. Vielleicht so viel dazu. Wie gesagt, es ist auch intern ein Thema gewesen, wo es eine große Spaltung gab, eben zwischen diesen bürgerlich-konsumkritischen Narrativ und dem antikapitalistischen. Ich denke aber, dass es absolut essentiell ist, dass man sich nicht im bürgerlichen hängen bleibt, sondern dieses Bewusstsein richtig macht. Und ich habe nach einer Weile gesehen, dass Fridays for Future das nicht mehr tut. Und ja, daher bin ich mittlerweile in Links im Zollnet organisiert und mit ganz, ganz vielen anderen FFFlern. Und das läuft sehr, sehr gut. Viel dazu vielleicht. Ja, vielen Dank, Markus, für deinen Bericht und deine Einschätzung. Und ich meine, dieses Fazit, wenn ich es richtig verstehen habe, dass du gezwungen hast, dass Fridays for Future und die Klimagerechtigkeitsbewegung 2019 auf jeden Fall so eine Art in der Öffentlichkeit das Thema wahnsinnig stark platzieren konnte und so, schon so eine Art klimapolitischen Imperativ sozusagen erzeugen konnte, wo das sozusagen jeder, kein Politiker, keine Politikerin, keine Regierung daran sozusagen sich das komplett ignorieren konnte. Du hast dann jetzt auch ein paar kritische Einschätzungen zu dem Bewusstsein gegeben, dass das zum Teil von Fridays for Future geschaffen sein wurde. Du hast da das Begriff sozusagen zu sehr nur auf Konsumkritik statt auf strukturelle Veränderungen genannt. Ja, genau. Und ich denke, an diesem Punkt ist es ja auch einfach so, dass man sich fragen würde, was kann man konkret verändern? Was sind die wirklich programmatischen Punkte? Weil eine strukturelle Veränderung, die ist ja auch nur ja, so konkret wie also dazu, das muss man ja auch mit konkreten Forderungen hinterlegen. Und es ist ja so, dass auch unsere, also oder auch die uns nahestehende Partei sich programmatisch sehr stark auch im Anschluss an die Klimabewegung 2019 mit der Klima- und mit der Mobilitätsfrage dann auch auseinandergesetzt hat. Und im nächsten Input wollte ich jetzt Sabine bitten. Es war ja auch früher nach meiner Einschätzung so, dass die Wahlprogramme der Linken, wenn man sie genau studiert hat, sozusagen, waren die Kapitel zu Umwelt, zu Fragen von Umwelt, Politik, Energiepolitik, Landwirtschaft, Verkehr, die waren ja auch durchaus
früher schon gehaltvoll. Es war halt einfach nur so, dass die Linke dafür überhaupt nicht sozusagen damit in Verbindung gebracht wurde in der Öffentlichkeit. Aber trotzdem ist mein Eindruck schon auch, dass das Klimajahr 2019 auch in der Linkspartei und in der Linksfraktion im Bundestag nochmal dazu geführt hat, dass die Programmatik der Linken ein bisschen nachgeschärft wurde. Und ja, mit diesem Aktionsplan Klimagerechtigkeit liegt jetzt ein Papier vor, das, wenn man sich einfach nur von der Stärke anschaut, so dick ist wie das ganze Wahlprogramm der Linken von zur Bundestagswahl 2017. Und ich wollte dich einfach bitten, als Klimapolitikerin innerhalb der Linkspartei, ein bisschen darzustellen, soweit es in der Kürze der Zeit möglich ist natürlich, was sind die wichtigsten klimapolitischen Ziele und Forderungen der Linken und ja, gerne auch mit einem kleinen Schwerpunkt auf dein sozusagen persönliches Spezialgebiet der Mobilitätswende. Ja, vielen Dank auch Markus für den anregenden Beitrag. Ich hätte da jetzt wirklich total Lust, weiter reinzusteigen und weiter drüber zu diskutieren, also auch über die Frage, wie Bewusstsein entsteht und also in welchen Zeitmaßstäben da, ich sage jetzt mal aus meiner Oma-Perspektive, die Veränderungen stattfinden. Ich selber habe in meiner Jugend total viel in der Gewerkschaftsjugend gearbeitet und es war natürlich auch keine revolutionäre Organisation. Trotzdem bin ich schon der Überzeugung, dass sich Bewusstsein natürlich entwickelt und ändert und sich das auch über längere Zeiträume vollzieht in einer Praxis, die entstehen kann. Und das, finde ich, ist schon das wirklich Enorme, was Fridays for Future geleistet hat. Egal, wie der Zustand jetzt ist und ob nochmal eine zweite Welle kommt, dass eben im Grunde überall in der Gesellschaft die Frage also nach oben auf die Tagesordnung gestellt wurde, wie eigentlich die jeweiligen Vorschläge für die Lösung der Klimakrise oder für die Veränderung in der jetzigen Situation aussehen. Und so ist es eben auch in der Bundestagsfraktion. Es stimmt, was du sagst, Filippo, dass in unseren Wahlprogrammen schon gute Sachen drin standen. Die Relevanz aber haben relativ wenige sozusagen immer gesehen. Das hat sich ein bisschen geändert, aber die Widersprüche sind auch in der Fraktion, der Linksfraktion da und ich glaube in der Partei weniger. In der Partei hat sich einfach schon total viel auch durch diese stärkere Bewegungsnähe getan. Unser Aktionsplan für Klimagerechtigkeit, ich halte ihn hier mal hoch, ist tatsächlich dick, aber auch nur DIN A5 stark und hat so ein paar zentrale Ansätze. Also erstens muss man natürlich vorwegschicken, wir sind als Bundestagsfraktion auch keine revolutionäre Organisation, sondern wir arbeiten in einem bestimmten Rahmen und der Versuch ist immer, und ich glaube, dass uns das da ganz gut geglückt ist, anzuknüpfen an den konkreten politischen Herausforderungen, die auch im Parlament bearbeitet werden. Konkret ist sozusagen hier der Ansatzpunkt das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung und die ja völkerrechtlich vereinbarten Klimaschutzziele, die sehr wichtig sind. Also ich würde es überhaupt nicht geringschätzen, weil sie als sozusagen Treiber wirken, überhaupt etwas zu verändern. Und zugleich ist natürlich unser Ansatz, darüber hinauszugehen und genau diese Vorstellung aufscheinen zu lassen, was möglich wäre, wenn nicht die ganze Gesellschaft in den Fesseln kapitalistischer Verwertungslogik gefangen wäre. Das gelingt an manchen Stellen besser, an anderen Stellen ist es weiter weg. Aber auf jeden Fall geht es insgesamt darum, und das macht auch nochmal deutlich, dass die Systemfrage sowohl die Gesetze und die Regeln betrifft, aber natürlich auch die Individuen. Also ich finde das auch nochmal ein spannendes dialektisches Verhältnis. Also wenn wir die Produktion, die Verteilung, den Konsum und die Kultur verändern wollen, also die ganze Lebensweise, und das ist notwendig, dann bedeutet es auch, dass sich im Leben der Menschen was verändert. Und das sage ich deshalb,
weil es an vielen Stellen gar nicht so schwierig ist, darüber zu diskutieren, wenn es um die Umstellung der Industrieproduktion geht, auf regenerative Basis, wenn es um Recycling und so weiter geht. Aber wenn es zum Beispiel um Mobilität geht, da wird es schon schwieriger, weil jeder ist irgendwie unterwegs. Und wenn die Frage gestellt wird, wie wir mit weniger Autos zurechtkommen, dann stellt sich jeder, der normalerweise mit dem Auto unterwegs ist, natürlich implizit die Frage, und was mache ich dann? Wie mache ich das dann? Also von daher gehört es zusammen. Jetzt zu den Inhalten dieses Klimaaktionsplans. Wir haben uns sehr eng an den Kapiteln oder an den Sektoren orientiert, die die Bundesregierung auch in ihrem Klimaschutzgesetz aufstellt und die auch praktisch für die spezielle Klimaschutzziele bzw. CO2-Einsparungsziele gesetzt sind. Wir haben vorweggeschickt, dass für uns natürlich diese Ziele nicht ambitioniert genug sind und für uns auch das 1,5-Grad-Ziel gilt und nicht das 2-Grad-Ziel, aber das ist jetzt alles sehr technokratisch, hilft jetzt auch nicht viel. Aber wir haben tatsächlich den Bereich Energie, den Bereich Verkehr, den Bereich Industrie, den Bereich Gebäude und den fünften Bereich Ernährung und Landwirtschaft bearbeitet, haben das Ganze ergänzt durch zusätzliche Kapitel, die aus unserer Sicht unverzichtbar sind, also beispielsweise ein Kapitel zur sozialen Gestaltung der gesellschaftlichen, also der Veränderung der Produktionsweise und der Industriestrukturen, der Beschäftigungsstrukturen. Auch ein Kapitel zu internationaler Solidarität, wo es um fairen Welthandel geht und so weiter. Ich will jetzt zu den konkreten Sektorkapiteln an drei Stellen was sagen. Das erste ist für mich schon der Energiesektor. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass wir uns das klar machen, auch wenn Mobilität gerade in der Linken, was ich natürlich total klasse finde, sehr dynamisch ist. Aber man muss natürlich sagen, der Energiesektor ist trotzdem der Sektor, in dem am meisten nötig und möglich ist. Also beides zugleich. Also wenn wir es einerseits ist es klar, wenn die Kohleverbrennung aufhört, dann ist sehr, sehr viel für den Klimaschutz gewonnen. Deshalb ist es ein total wichtiges Ziel und deshalb ist es auch super wichtig, für einen viel schnelleren Kohleausstieg zu kämpfen. Das Kohleausstiegsgesetz ist ja jetzt gerade auch wieder in der Diskussion, ist wirklich schlimm. Ist wirklich schlimm, weil es die Verbrennung der Kohle künstlich verlängert und den Konzernen Milliarden in den Rachen wirft, die für die Beschäftigten oder für die Regionen benötigt werden, die eben die Kohle nicht mehr fördern. Aber es geht natürlich auch nicht nur um die Braunkohle, die hier gefördert wird, sondern auch um die Steinkohle, die importiert wird. Irrwitzig lange Wege. Also das ist wirklich ein zentraler Punkt. Um das zu schaffen, muss der Anteil der erneuerbaren Energien viel schneller wachsen. Und dazu ist es auch notwendig, dass wir uns sehr offensiv für mehr Windkraftanlagen, für Solarstrom und so weiter einsetzen. Das finde ich total wichtig, dass man sich nicht in dieses Boxhorn jagen lässt, von wegen die Vögel würden an den Windmühlen geschreddert. Gut, da will ich mich jetzt nicht weiter ausführen, können wir vielleicht nachher drauf kommen. Total wichtig ist auch, dass die Energieversorgung und die Energiegewinnung demokratisiert wird. Das ist eine Forderung, die wir schon lange entwickelt und immer wieder in den Mittelpunkt gestellt haben, dass es eben eine öffentliche, also dass die Stromnetze beispielsweise in öffentlicher Hand sein müssen, dass die Kommunen Schaltstellen für die Energiewende sein müssen mit kommunalen Stadtwerken, die auch demokratisch gesteuert werden und dass es natürlich auch eine soziale Staffelung von Energiepreisen geben muss. Wir haben einen Konflikt an der Frage, wofür wird dann eigentlich der erneuerbare Strom eingesetzt? Also wir, sage ich jetzt mal, die Arbeitsgruppe, die den Plan ausgearbeitet hat, hat eine klare Position. Energie muss immer sparsam verwendet werden und darf nicht dazu benutzt werden, bestehende fossile Technologien weiterzuführen mit anderen Mitteln. Das gilt insbesondere für die Automobilität. Also wir wollen den Wasserstoff, der mit
regenerativen Strom gewonnen wird, nicht in SUVs tanken. So, zugespitzt. Das gilt natürlich für andere Fragen auch. Und Altmaier, also der Wirtschaftsminister, hat ja eine große Wasserstoffstrategie, wo im Grunde Teile des globalen Südens als Lieferanten für Solarenergie gedacht werden oder benutzt werden sollen. Dann wird jetzt inzwischen auch schon gesagt, ja, wenn die alles noch nicht so regenerativ hinkriegen, dann nehmen wir auch den grauen Wasserstoff, also auch den aus nicht regenerativer Energie. Und das zeigt so ein bisschen, dass da eine neue imperiale Struktur im Hintergrund steht. Und das ist was, womit wir uns in der Linken auch ganz dringend auseinandersetzen müssen, dass wir eben nicht quasi unsere Probleme von anderen lösen lassen sollten. Schön finde ich das Kapitel zum Thema Gebäude und Wohnen. Da haben wir ja einen großen Konflikt bei der energetischen Sanierung von Gebäuden, die dringend notwendig ist, weil da echt viel Energie rausgepulvert wird. Nämlich, dass unter den bisherigen Regelungen die energetische Sanierung sehr systematisch dafür genutzt wird, die Mieten zu erhöhen und auch Mieterinnen und Mieter zu vertreiben. Das Problem ist nicht nur in Berlin riesig, das ist auch anderswo groß. Und eine Forderung, die jetzt relativ neu ist und über das hinausgeht, was wir bisher auch schon gesagt haben, dass es natürlich eine neue Gemeinnützigkeit braucht, dass Sanierung warmmietenneutral sein muss, ist, dass es wirklich großes Bundesinvestitionsprogramm geben muss für die ökologische Sanierung der Gebäudebestände, die alt und relativ schrottig sind. Das ist ein sehr großer Gebäudebestand, der in der Nachkriegszeit errichtet worden ist und wo eben vor allem Leute wohnen mit geringen Einkommen. Und das sind aber oft die Quartiere, die auch äußerlich nicht besonders schick sind, wo es kaum Spielplätze gibt, wo es viel zu wenig Grünanlagen gibt, wo der öffentliche Nahverkehr nicht gut funktioniert. Und unsere Vorstellung ist, dass das alles geändert werden soll unter Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner. Es gibt da auch Beispiele in der Vergangenheit. Es gab so eine Sanierungsförderung in den 1990er Jahren. Und sowas brauchen wir. Und wir brauchen eine bundesweite Entwicklung von Klimacheckern für den Gebäudebereich. Also Leute, die ausgebildet sind und sich Gebäude angucken und dann nicht getrieben durch die eigene sozusagen Gewinnbrille, sondern in öffentlicher Verantwortung gucken, wo können Gebäude sinnvoll und wie saniert werden und zugleich der öffentliche Raum besser gestaltet. Dafür werden richtig viele Milliarden Euro gebraucht, aber dort werden sie wirklich sinnvoll angelegt für eine bessere Lebensqualität. Das ist jetzt meine Überleitung zum Mobilitätskapitel. Da geht es uns im Kern auch darum, den Klimaschutz mit mehr Lebensqualität für alle zu verbinden und die Treiber, Markus hat es vorhin schon gesagt, sozusagen zurückzudrängen. Aber ich will auch keinen Zweifel daran lassen. Unser Credo Mobilität für alle mit weniger Verkehr heißt weniger Autoverkehr, weniger Autos. Und um das hinzukriegen, braucht es natürlich Alternativen. Und dort, wo es Alternativen gibt, muss die individuelle Mobilität sozusagen Zug um Zug auch ordnungspolitisch eingeschränkt werden. Ich sage das mal ein bisschen hart, weil es wirklich auch eine Auseinandersetzung ist, die relevant ist in unserer Partei. Ich lese irgendwas im Chat. Bin ich zu lang? Ich möchte sagen, dass wir da so ein paar zentrale Herangehensweisen entwickelt haben. Die eine ist, dass wir sagen, wir können die Entwicklung von Verkehr und Mobilität nicht dem Markt überlassen. Das ist klar. Wir brauchen gesetzliche Regelungen, die für alle gelten. Also sprich, wir wollen nicht einfach die CO2-Bepreisung
in dem eben wer mehr CO2 ausstößt, höhere Steuern und so weiter zahlen muss, auch beim Auto. Das wollen wir auch. Aber vor allen Dingen wollen wir, was die Autos angeht, gesetzlich verordnetes Downsizing. Also die dürfen nicht so groß, die müssen kleiner werden, die müssen viel verbrauchsärmer werden, die müssen leichter werden, denn es geht natürlich ums CO2, aber es geht auch um viele andere Ressourcen, um Kupfer, um Coltan, um Platin und alles Mögliche, was in diesen Riesenkarossen verbaut ist und was natürlich auch klimaschädlich, aber vor allem menschenschädlich und umweltschädlich ist. Wir wollen eine andere Straßenverkehrsordnung, in der eben nicht das Auto im Zentrum steht, sondern die Menschen. Und natürlich gehört dazu ein Tempolimit, das nur um einige Punkte zu nennen. Das zweite ist, wir wollen die öffentliche Regie über den Verkehrssektor zurückgewinnen. Das gilt einerseits natürlich für den ganzen Transportverkehr. Das ist ja wirklich aberwitzig, wie sich seit der Liberalisierung der Märkte, also der Verkehrsmärkte Anfang der 1990er Jahre, eine unglaubliche Flut von LKWs über ganz Europa, aber auch darüber hinaus ergießt. Das ist politisch gewollt gewesen. Und davon muss man runterkommen. Da gibt es verschiedene Instrumente. Eine ist natürlich die wirklichen Kosten des Verkehrs, auch den Transportkosten anzulasten. Aber eine andere ist eben auch, Einschränkungen durchzusetzen. Das Sonntagsfahrverbot bei LKWs kennen wir schon, aber es braucht mehr. Und wir brauchen in den Städten die Souveränität der Kommune über die Gestaltung der Verkehrsverhältnisse. Wir haben in größeren Städten inzwischen alle möglichen Angebote von allen möglichen Autokonzernen, Car2Go und weiß der Geier, was da alles in die Städte eingekippt wird. Aber dort, wo ohnehin schon total viele Angebote sind und in den ländlichen Regionen oder am Rand der Stadt, wo vielleicht neue interessante Angebote nötig werden, da werden die nicht gemacht, weil sie keinen Gewinn bringen. Das heißt, das ist Unsinn. Die Kommune muss darüber entscheiden, wo Carsharing-Plätze angesiedelt werden, welche zusätzlichen Rufangebote nötig sind und wie übrigens auch der Lieferverkehr in den Städten organisiert wird. Dritter großer Punkt ist natürlich die Investition in Alternativen. An erster Stelle muss der öffentliche Nahverkehr in Stadt und Land ausgebaut werden und überall muss eine Mobilitätsgarantie für alle hergestellt werden. Das heißt, niemand darf aufs eigene Auto angewiesen sein, auch wenn er in Hintertupfingen lebt. Wir brauchen einen starken Bahnausbau, nach wie vor Elektrifizierung, Strecken reaktivieren, Bahnhöfe gastlich und barrierefrei machen. Wir wollen Züge statt Flüge als eine Alternative zum Flugverkehr anbieten. Aber das ist auch ein Konflikt, den wir haben. Ich bin der Meinung, man muss im selben Maße Kurzstreckenflüge verbieten. Damit konnten sich die Klimapolitiker oder die ökologisch Ausgerichteten in unserer Fraktion nicht durchsetzen. Deshalb ist die Formulierung da etwas schwammiger, aber im Kern geht es genau darum. Vorletzter Punkt, es ist genug Geld da. Im Verkehrssektor braucht es gar keine sozusagen neuen Quellen, sondern es muss umverteilt werden. Wir haben gigantische Subventionssummen für fossile Verkehre, immer noch über 20 Milliarden Euro im Jahr. Die müssen natürlich abgebaut werden und die Einnahmen, die dadurch entstehen würden oder die Ausgaben, die wegfallen, können für andere Bereiche eingesetzt werden, eben genau für den Ausbau der Öffis. Wir brauchen auch, das finde ich total wichtig, eine Umverteilung, was die Baukapazität angeht. Es ist aberwitzig, dass immer noch neue Autobahnen gebaut werden. In Klammer übrigens auch unter grünen Verkehrsministern, wie jetzt aktuell in Hessen. Stattdessen brauchen wir eben die Planungs- und Baukapazitäten für den Ausbau von Bahnstrecken beispielsweise, die ganz oft daran scheitert, dass es das nicht gibt, oder Straßenbahnen in den Städten, deren Ausbau total lange dauert, weil zu wenig Planer da sind, zu wenig Ingenieure. Das gilt übrigens auch für den Fahrzeugbau. Also es gibt richtig viele, viel,
großen Bedarf an neuen Bussen und Schienenfahrzeugen und es gibt viel zu wenig Produktionskapazität. Letzter Punkt, Umverteilung gilt auch für die Fläche. Also wo Autos stehen, können keine Menschen gehen, können keine Radstreifen oder Spielplätze entstehen und keine Bäume wachsen. Das alleine zeigt so ein bisschen, in welche Richtung die Veränderung in den Kommunen dringend notwendig ist. Und letzter Punkt, solche Veränderungen sind sozial gerecht, weil diejenigen, die am wenigsten Auto fahren und am meisten belastet oder am wenigsten Auto besitzen und am meisten belastet sind durch Autoverkehr oder enge Wohnquartiere, sind die Armen. Also ist der ärmere Teil der Bevölkerung, übrigens auch Kinder, Alte, auch Frauen. Also da gibt es deutliche Unterschiede in der Nutzung von Autos, aber auch in der Betroffenheit durch die Belastung. Deshalb kommt es eben den Schwächeren und Ärmeren deutlich mehr zugute, wenn es eine sozial-ökologische Verkehrswende gibt. Und das steht für uns auch tatsächlich im Zentrum. Genau, die Corona-Krise wurde vorhin schon angesprochen, hat jetzt ein paar Schlaglichter aufgeworfen, die aus meiner Sicht eigentlich dazu einladen, noch einen Zahn zuzulegen und einen Schritt weiter zu gehen. Aber da kommen wir vielleicht gleich in der Diskussion drauf und ich höre jetzt mal hier auf. Ja, vielen Dank, Sabine, für deinen sozusagen trotz der kurzen Zeit umfassenden Überblick über die Klimagerechtigkeitsprogrammatik der Linken in dem betreffenden Aktionsplan. Den haben wir auch hier im Chat verlinkt für alle, die sich das nochmal genauer durchlesen möchten. Vielen Dank auch, dass du die verschiedenen, sagen wir mal, sozialen Fragen, die auch mit der Mobilitätswende zusammenhängen, aufgezeigt hast und auch mit der Klimawende allgemein im Gebäudesektor oder eben in der Mobilität bei der Frage der Verteilung der Ressourcen für Bau von öffentlichen Verkehren oder von Straßen oder durch die Belastung, die praktisch ärmere Schichten vor allem durch Verkehr ausgesetzt sind. Jetzt ist es natürlich neben der Programmatik so, dass, und die Programmatik ist wichtig, man muss ja wissen, wo man hinkommt, aber die nächste Frage ist immer, wie von, das ist ja dieses geflügelte Wort, ein einziger Schritt echter Bewegung ist wichtiger als Dutzend Programme oder so, gab es ja irgendwann mal bei Marx. Und jetzt ist die Frage, wie können wir dazu kommen, dass wirklich etwas passiert? Ich meine, es sind ja schon ein paar Dinge passiert und die Bewegung Fridays for Future in ihrer Größe zeigt ja, dass etwas passiert. Aber wie können wir konkret wirkungsmächtig werden in dem Sinne, dass sich auch wirklich was ändert? Bevor ich zum nächsten Redebeitrag überleite, möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die gibt ein ungefähr dreimal im Jahr erscheinendes Magazin heraus, das nennt sich einfach Luxemburg und die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich, ich halte sie hier gerade hoch, fast ausschließlich, also ja, größtenteils hat sie als Schwerpunkt das Thema Mobilitätswende und da alles, vieles von dem, was Sabine gerade dargelegt hat, ist da auch in einem Beitrag von ihr nochmal nachzulesen. Da wollten wir euch nur darauf hinweisen. Ich werde nachher auch gleich den Link auf Facebook und hier in den Chat posten, damit ihr die Ausgabe auch online, die könnt ihr auch online einsehen. Ja, Mario, du bist ja einer der Redakteure dieser Zeitschrift und konkret dieser Ausgabe mit dem Schwerpunkt Mobilitätswende und jetzt im Hinblick auf diese, du hast einen im Online-Part, Online-Supplement zu dieser Zeitschrift, ist ein Artikel von dir, in dem du dich eben beschäftigst mit der Frage, wie man eben einen Schritt echter Bewegung machen kann, gehen kann. Und der Beitrag trägt den, ich sag mal, seltsamen oder überraschenden Titel der Mietendeckel der Mobilität. Und da würde uns jetzt interessieren, was genau meinst du da damit? Ja, danke, Filippo. Du hast es schon angedeutet, ne? Krisen und neue Bewegungszyklen sind ja immer, die öffnen immer ein Gelegenheitsfenster für linke Politik. Das war vor 10 Jahren so mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Damals auch im Bereich Mobilität, wo wir schon mal so ein großes Projekt versucht haben anzustoßen. Und damals hat, könnte man sagen, die Abwrackprämie sozusagen die Initiative dann, gestoppt, könnte man sagen, abgebrochen. Und jetzt, 10 Jahre später, ist es sozusagen wieder so, Krise und ein neuer Bewegungszyklus kommen zusammen und öffnen da wieder was.
Der Unterschied ist natürlich, dass mittlerweile das Zeitfenster, wo wir wirklich mal Schritte vorwärts kommen müssen, immer dringlicher, immer kürzer wird sozusagen. Und, aber auch da passiert ja eben vieles. Jetzt reden alle über die Corona-Krise und wie damit die Automobilindustrie wieder in die Krise gekommen ist. Wenn man genauer hinguckt, merkt man aber, da ist ja schon länger was im Aufbau schon wieder. Man muss sagen, spätestens Herbst 2019 gab es sozusagen eine Krise insgesamt der Wirtschaft, in der Produktion, aber vor allem in der Automobilindustrie. Also anders als vor 10 Jahren, 2009, war das ja die Subprime-Krise, die dann sozusagen eine Finanzmarktkrise nach sich gezogen hat und dann sozusagen sich überall ausgeweitet hat. Diesmal ist der Kern ganz woanders, hat nichts mit Finanzmarktkrise im engeren Sinne jetzt zu tun, sondern mit einer krassen Überproduktion, vor allem in der globalen Automobilindustrie. Und schon seit 2 Jahren erleben wir da einen absoluten Rückgang der Produktion. Allein in Deutschland über 1 Million Pkw weniger, und das war vor Corona. Ja, damals hat China sozusagen das Ganze gerettet mit einer enormen Expansion des Marktes. Das wird diesmal so nicht passieren, weil auch China hat vor Corona 2 Millionen weniger Autos schon produziert. Also die sind selber von der Überproduktionskrise betroffen. Das heißt, am Ende des Jahres 2020, durch diese Kombination aus Überproduktion und Corona jetzt, könnten wir in Deutschland bei etwa nur noch der Hälfte der Automobilproduktion von 2018 angekommen sein. Das ist also, wenn man so will, eine disruptive Art der Schrumpfung der Automobilindustrie. Ja, und jetzt wird irgendwie da versucht, mit Kaufprämien, mit der vagen Hoffnung auf Elektroautos, noch vagere Hoffnung auf Mobilitätsdienstleistungen, die gar nicht so viele Jobs bringen, möglichst lange Erhaltung der konventionellen Produktion mit irgendwas wie Digitalisierung, da irgendwie dagegen zu steuern. Und die IG Metall muss natürlich dabei, ist völlig klar, auf Arbeitsplatzsicherung, auf ihre Mitglieder achten, ist ja auch richtig, aber er hat eine total defensive Haltung, ne? Versucht es irgendwie herauszuzögern, dass der Übergang schleichend ist, vermeintlich realistisch, aber auch unrealistisch, weil das Beschäftigungsniveau auf diese Art auch nur annähernd zu halten, ist quasi unmöglich. Das hat unter anderem damit zu tun, dass man wirklich an Konzepten und Ideen es mangelt, aber vor allem an dem Glauben, dass irgendwas anderes durchsetzungsfähig wäre. Ja? Aber wenn man nicht mal darüber anfängt zu reden, dann kann es auch keinen Möglichkeitshorizont geben, der ein bisschen weiter ist. Also insofern wollen wir eigentlich in die Debatte da immer wieder einsteigen, jetzt mal wieder, weil halt so ein Fenster geöffnet wurde, nicht zuletzt durch Fridays for Future und die Krise selbst. Aber unsere Vorschläge werden immer so ein bisschen als gefährlich eingeschätzt. Ja? Kann man auch nachvollziehen. Ja, wenn wir sagen, bis 2030, dann ist das Zeitfenster, was wir ökologisch einschätzen, sozusagen, da muss eine Mobilitätswende ein großes Stück weitergekommen sein. Bis 2030 Ende des Verbrennungsmotors und Halbierung der Automobilindustrie. Klingt gefährlich, aber gar nicht mehr so bedrohlich, wenn wir sehen, die Halbierung hat jetzt krisenhaft quasi schon stattgefunden. Ja? Wir hingegen schlagen ja eher einen behutsamen, gesteuerten Wechsel vor. Jetzt passiert es ja alles ungesteuert. Und vor allem versuchen wir das zu verknüpfen mit Beschäftigungsperspektiven, die wir neu erschließen wollen. Weil eine andere Mobilität braucht nämlich unglaublich viel Arbeitskraft. Wir reden immer nur davon, was wir jetzt haben, und dann geht das verloren irgendwie. Statt zu gucken, was bräuchte man denn dafür? Vor allem, wenn man beispielsweise, Sabine hat es gesagt, auf den öffentlichen Verkehr setzt. Da brauchen wir ganz viele Elemente alternativer Produktion, wie es früher mal hieß. Also die Entwicklung und Ausweitung von E-Bus-Systemen, ja, von Klein- und Rufbussen, spezialisierten Nutzfahrzeugen, vor allem von Schienenfahrzeugen, ja, vor allem von Straßenbahnen, auch S-Bahnen, Regional- und Fernzüge, Güterzüge, alles Mögliche. Wir brauchen sowas wie smarte Verkehrsleitsysteme, öffentliche aber. Wir brauchen teilweise den Bau von Energie- und Schieneninfrastrukturen neu. Die Entwicklung aber auch von ökologisch verträglichen Leichtbaumaterialien, ja, die Produktion von Stahl mit null Kohlenstoffemissionen und. Also Produktionskapazitäten für eine Mobilitätswende, wie Sabine das vorhin genannt hat. Dann schaut man, wenn man nämlich mal kalkuliert, das haben wir mal versucht, und wir haben da auch noch gerade eine Studie am Laufen, durch die sozialökologische Mobilitätswende, wie wir uns das vorstellen, würden die verursachten Arbeitsplatzverluste durch die alternative Produktion überkompensiert.
Und zwar reden wir jetzt nur über die Metall- und der Elektroindustrie, also im Kernbereich der IG Metall. Ja, da reden wir noch nicht über die vielen Arbeitskräfte, die man für den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs bräuchte. Wir reden auch nicht über die vielen Arbeitskräfte, die man für eine Ausweitung der sozialen Infrastrukturen bräuchte, ja, Pflege, Gesundheit und so weiter. Also nur im Kernbereich der IG Metall. Da man so viel Arbeitskraft braucht, könnte man es sogar mit einer Jobgarantie verbinden, damit das sozusagen auch nicht angstbesetzt ist. Weil natürlich so eine Transformation heißt nicht, dass jeder Beschäftigte oder jede Beschäftigte dann im selben Betrieb oder in derselben Branche bleiben wird, sondern man muss schon auch wahrscheinlich teilweise wechseln, auch wenn selbst wenn es innerhalb der Metall- und Elektroindustrie bliebe. Aber mit so einer Jobgarantie könnte man die Ängste nehmen. Die IG Metall selber schlägt ja ein Transformationskurzarbeitergeld vor, was auch mit Requalifizierung verbunden ist. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man sozusagen vom Automobilwerker zum Schienenfahrzeugwerker wird. Ja? Und dabei auch den Produzenten- und Gebrauchswertstolz der Leute anspricht. Wir sagen immer, wie was für eine hoch kompetente Leute da sind, ja auf einem Weltmarktführer in der Automobilproduktion, das heißt tolle Ingenieure, tolle Facharbeitskräfte, sind die nicht in der Lage, auch die notwendigen Produktionskapazitäten und die Güter sozusagen herzustellen, die wir für eine vernünftige, ökologische und gerechte Mobilitätswende bräuchten? Ich glaube schon. Man muss sie aber auch als selbst aktiv Gestaltende ansprechen und nicht nur als eine Art bedrohte Art, die denen mit dem Job weggenommen wird, ja, sondern sie einzubeziehen. Und generell muss man ja natürlich sagen, dass so eine große Transformation ohnehin nicht geht, indem man sie einfach den Konzernen überlässt. Und die werden natürlich alles rausholen, was ja eingesetztes Kapital, vor allem das fixe Kapital, so hergibt. Ja? Die werden das Pferd reiten, bis es tot ist, wie einer der Betriebsräte das genannt hat. Ist aus deren Sicht auch völlig nachvollziehbar. Aber wir brauchen da sagen einen anderen Ansatz, beispielsweise mit regionalen Transformationsräten, die die konkreten Schritte so einer Konversion besprechen, in denen sozusagen die Betroffenen der Region, die Beschäftigten in den Werken, aber auch Umweltverbände und so weiter drin sitzen und besprechen, wie das funktionieren kann. Denn nur so kann man sozusagen alle Stakeholder einbeziehen und Gedanken sozusagen für eine andere Mobilität öffnen. Und das verbinden in der Tat natürlich auch mit staatlichen Hilfen, aber jetzt nicht wie mit Kaufprämien, sozusagen, die man den Konzernen dann in den Rachen wirft, sondern staatliche Kapitalhilfen zu binden an Entwicklung hin in Richtung alternativer Produktion und Beteiligung auch am Eigentum. Also alles andere als das, was jetzt beim Lufthansa-Deal rausgekommen ist, oder? Wo man so eine stille Beteiligung hat, aber bloß nicht ins Geschäftsmodell eingreift. Warum denn nicht? Das ist so dringend notwendig, dass wir, wenn wir schon Kapitalhilfen bereitstellen, dann selbstverständlich an öffentliche Beteiligung das binden könnten. Und sonst eben nicht. Ja, vielen Dank, könnt ihr ja auch so versuchen. Also das, was beim Kohleausstieg versucht wird, jetzt sagen, Schritte weiter zu treiben und das Geld auch gezielgerichtet für diesen Bereich einzusetzen. Das dürfte natürlich, wenn man jetzt realistisch guckt, gegen die Konzerne total schwer durchzusetzen sein. Also vor allem irgendwie eine öffentliche Beteiligung, gar Vergesellschaftung ist relativ schwierig. Aber was nicht so undenkbar ist, wäre, wenn man sich anguckt, dass es ja einen unglaublichen Bedarf an diesen Produktionen gibt, an diesen Gütern gibt, zum Beispiel Straßenbahnen, U-Bahn, S-Bahn. Wenn man die heute bestellen will, muss man Ewigkeiten warten, bis zu 10 Jahren, weil es keine Produktionskapazitäten gibt, auch weil es keine Planungssicherheit gibt. Also wenn es Planungssicherheit gäbe von öffentlicher Seite, würde es nochmal anders aussehen. Aber warum nicht auch ein öffentliches Unternehmen für alternative Produktion, wo eben die notwendigen E-Busse, Straßenbahnen, Züge streng gemeinwohlorientiert produziert werden? Das ist zwar was, was man sich auf Bundesebene vorstellen muss, aber warum eigentlich nur dort? Weil man könnte auch über regionale und kommunale Zusammenschlüsse nachdenken, wo progressive Kommunen selber in so einem Verbund Produktionskapazitäten aufbauen. Wir diskutieren das gerade auch beim Wohnungsbau, wo wir dasselbe Problem haben, sozusagen, dass wir eine ja auch teilweise hochkorruptionsanfällige Bauindustrie haben, wo es Engpässe gibt, ob man da nicht selber von öffentlicher Seite Baukapazitäten aufbauen müsste. Das würde ich genauso sehen bei der alternativen Produktion für die Mobilitätswende. Also da gäbe es durchaus
Ansätze, wie man auch ohne jetzt frontal nur gegen die Automobilkonzerne zu gehen, von Seiten der Linken sozusagen, so sind die Kräfteverhältnisse noch nicht, aber man muss in die Diskussion stellen, auf jeden Fall. Es ist ein dickes Brett. Wir müssen auch aufpassen, dass wir da nicht wieder so einen Gegensatz zwischen Gewerkschaften auf der einen Seite und Ökologiebewegung auf der anderen, wie bei der Kohle, produzieren. Die Bedingungen dafür sind auch viel besser. Wir sehen es mit gemeinsamen Erklärungen von BUND und IG Metall. Alle wollen mit Fridays for Future reden. Und das ist natürlich alles noch auf einer symbolischen Ebene. Aber wenn man in die IG Metall guckt, die ist nicht monolithisch, sondern da gibt es eigentlich auf allen Ebenen, von der Spitze bis zu den Betriebsräten, und dann Bewusstsein, dass man auch ökologischer werden muss und dass das zusammengehört. Trotzdem bleibt es ein dickes Brett. Reden, 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 würde ich sagen. Und diese Möglichkeitshorizonte überhaupt erstmal aufreißen. Leichter ist es wahrscheinlich bei der Mobilitätswende in den Städten, aber das gehört auch zusammen. Man kann es nicht trennen. Ja? Aber leichter ist es, weil man da sagen, was Erfahrbares hat, weil man da sehr positiv umsetzbare Forderungen tatsächlich angehen kann. Ja? Also wenn man sich so ein allgemein orientierendes Ziel von einem Umweltverbund von 80% bis 2030 vorstellt. Umweltverbund ist die Kombination aus öffentlichem Nahverkehr, Fußverkehr, Radverkehr. Ja? 80% in den Städten. Klingt unmöglich, ist es aber nicht, weil einige Städte machen es schon vor und es gibt viele Ansatzpunkte, um in die Richtung zu gehen. Ja? Mobilität für alle wäre so eins, was von linker Seite ein zentraler Punkt wäre, weil leicht angehbar, total positiv. Also vom Nulltarif für Schülerinnen und Auszubildende, den haben wir ja in vielen Städten, zum Beispiel in Berlin schon, das auszuweiten auf Seniorinnen, Hartz-IV-Empfängerinnen, weiterzugehen, den gut sozialdemokratischen Vorschlag des 365-Euro-Tickets anzugehen. Ja? Perspektive aber Nulltarif, weil soziale Infrastrukturen müssen für alle zum Nulltarif bereitgestellt sein. Alles Dinge, die nicht unmöglich sind, sondern die in bestimmten Städten von Tallinn bis Luxemburg bereits auch schon gemacht werden, also auch der Nulltarif. Ja? Man könnte es sogar kofinanzieren, zum Beispiel durch eine Nahverkehrsabgabe bei Unternehmen. Das ist eine Sache, die man auf Länderebene machen kann. Das stellt auch zugleich einen sehr schönen Gegnerbezug dar, weil die brauchen natürlich auch, die Leute müssen zur Arbeit kommen. Ja? Das ist realistischer, als immer nur zu sagen, die klammen Kommunen müssen das irgendwie finanzieren. Ja? Und dann sagt die BVG in Berlin zum Beispiel, ja, aber so viel Geld haben wir gar nicht. Genau, eine Nahverkehrsabgabe, um diese Dinge dann auch zu finanzieren. Da haben wir Kooperationsmöglichkeiten, weil jetzt steht zum Beispiel im Herbst die verschobene Tarifrunde im Nahverkehr an und da gibt es schon seit über 1,5 Jahren gemeinsame Gespräche für eine Kampagne, gemeinsame Kampagne von Verdi, von Fridays for Future, Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Linken und anderen, wie man das nutzen kann, damit zu sagen, ey, das ist nicht eine reine Tarifrunde, wo es übrigens auch gar nicht um Lohn in erster Linie geht, das auch, sondern um Personal, weil sozusagen es fehlt massiv an Personal in diesem Bereich, sondern es geht darum, hier einen Bereich zu stärken, der für alle wichtig ist, wenn man über gerechte Mobilität redet. Und dann reden wir natürlich auch über das Geld. Klar, wir schätzen, dass man 20 Milliarden Euro an Investitionsmitteln für die Kommunen bräuchte, um den Ausbau des ÖPNV vernünftig hinzubekommen, mit einer angemessenen Personalbemessung. Ja? Also den Verdi-Spruch aus der Pflege hier auch anwenden. Mehr von euch ist besser für alle, auch in der Tarifrunde ÖPNV. Wenn man allein, Sabine hat es angesprochen, die umweltschädlichen Subventionen für Auto- und Flugverkehr mal zusammenrechnet, der schöne Atlas von Böll-Stiftung und VCD haben das mal gemacht, 29 Milliarden kommen da zusammen. Ja? Die kann man natürlich umlenken für den Ausbau des Umweltverbundes. Ja. Gut, auch mal wieder eine Bundesregierung, wird so schnell nicht passieren. Aber wir können sozusagen drängen, dass man Investitionen auch durch Kreditaufnahme machen kann, also gegen die Schuldenbremse und gucken, dass wir Spielräume auf Landes- und Kommunalebene so weit ausreizen und immer wieder auch für eine Ausweitung drängen, mit einer entsprechenden Bundesratsinitiative, aber auch mit sowas wie rebellisch regieren, also die Schuldenbremse weitestmöglich auszulegen und auch wissen, wie man die umgeht, etwa durch Einrichtung von Anstalten öffentlichen Rechts, die dann selber wieder Kredite aufnehmen können, die nicht in die Schuldenbremse fallen und ähnliches mehr. Ja? Da wird ja auch zum Beispiel in Berlin gerade drum gestritten, S-Bahn-Privatisierung oder nicht. Das ist ja so eine Debatte gerade da. Ich mache es mal nicht zu lang.
Das war deswegen den ganzen Bereich Bahn und Flugverkehr, da hat Sabine schon was gesagt, aus und komme noch zu dem Punkt, wo auch ganz viele bereits mittun, nämlich man braucht auch den Platz für den Umweltverbund, aber auch für Erholung, für Spielen, für grüne Schneisen, für sowas wie Flächengerechtigkeit in der Stadt. Ja, Corona hat gezeigt, dass da auf einmal was geht, was irgendwie vorher total zäh war mit den ganzen Pop-up-Fahrradwegen und so weiter. Ne? Also in einigen Städten zumindest. Ja. Aber diese Richtung ließe sich eigentlich auch weitertreiben. Das ist zwar Bundesrecht, ja, man kann nicht einfach sozusagen alles jetzt in autofreie Zonen machen, aber man hat ein großes Experimentierfeld mit Begegnungszonen, mit Spielstraßen, mit Shared Spaces, mit einer Teilsperrung sozusagen, die nur vorübergehend ist für Straßenfeste, aber auch sozusagen um zum Beispiel Fußgängerzonen, ganz klassische Geschichten, auch schon der 70er Jahre, anzuwenden, ja, die man leicht umsetzen kann, jetzt ohne den ganzen Straßenraum gleich umzubauen, sondern einfach durch Poller, die den Straßenverkehr sozusagen anders regeln. Und aber auch durch die Neuaufteilung der Spuren auf den Hauptverkehrsstraßen. Ja? Warum nicht jetzt, wie jetzt gesehen, eine Spur für den Radverkehr? Busspuren gibt es eh schon. Und dann gibt es eben nur noch eine Spur, wenn überhaupt, für den klassischen Individualverkehr. Ja? Da müssen möglicherweise die Parkplätze weichen. Ja? Das gibt dann natürlich auch Auseinandersetzungen, aber es gibt wahnsinnig viele Mobilitätswendebündnisse in den Kiezen, in ganz vielen Städten. Die sind noch zersplittert. Aber auch da wäre es total sinnvoll, sozusagen die zusammenzubringen stärker, weil auch unter Autofahren gibt es große Sympathie dafür, dass sagen, es mehr Platz braucht für den Fußverkehr, für spielende Kinder, für Grünstreifen, für ja, weg von diesen Staus sozusagen, wo der und den Parkplätzen, wo der automobile Individualverkehr sozusagen die halbe Stadt besetzt hat. Auch da können kubanische Kommunen, Bezirke, Mobilitätsinitiativen die Grenzen der Gesetzeslage ausweiten. Und es gibt auch da viele Positivbeispiele, wie zum Beispiel Madrid. Sabine hat es angedeutet, Entschleunigung. Ja? Es ist längst Zeit für ein Tempolimit. Es gibt Mehrheiten in der Gesellschaft. Auch das wieder eine Bundesfrage. Solange wir keine Bundesregierung haben, kann man sozusagen nur über Initiativen und Bewegungen drücken, drücken, drücken. Aber Tempolimit in den Städten, Stichwort Tempo 30, da muss man nicht auf den Bund warten. Ist ja jetzt schon so, dass stufenweise aufgrund von Klima- und Gesundheitsgefährdung die zentralen, vielbefahrenen Achsen schon Tempo 30-Zonen sind. Dass Wohnstraßen immer stärker Tempo 30 sind. Auch in den Dörfern könnte man das übrigens viel mehr ausweiten als bisher. Das sukzessive auszuweiten, auch hier die Grenzen des Möglichen und der Gesetzeslage auszutesten. Ja? Möchte mal sehen, wenn der Bund Einspruch erhebt oder andere, dass man auf einmal da die Kompetenzen überschritten hat. Dann möchte man doch wie beim Mietendeckel gerne mal sehen, wie das ausgeht. Angesichts von einer Argumentation, auch einer rechtlichen Argumentation von gesundheitspolitischen Gefährdungen und Klimanotstand. Ja? In Madrid wurde genau so eine Innenstadtzone, die weitgehend autofrei ist, durchgekämpft, wo dann die Konservativen gegen geklagt hatten und die Gerichte gesagt haben, nee, aufgrund der gesundheitspolitischen Argumente sozusagen ist es völlig rechtens, das so durchzusetzen und konnten dabei bleiben. Ja? Also diese neue Konstellation von einerseits Krise, andererseits einem neuen ökologischen Bewusstsein, möchte ich mal sagen, so als altökologischer, ich kam über die Ökobewegung der 80er, späten 80er in die Politik sozusagen, ist es für uns ein totales Gefühl von Rückenwind, endlich wieder, wo aber auch kleine Schritte möglich sind, die in der Summe mehr ermöglichen und überhaupt das Thema auf eine andere Stellenwert sozusagen bringen und Fortschritte erfahrbar werden lassen. Und das verbinden mit einem anderen Herangehen. Ja? Völlig zu Recht hat Markus ja vorhin gesagt, sozusagen, wie teilweise auch enttäuschend es immer wieder ist, in solchen Aufbrüchen dann die Rückschläge zu erleben, wie das läuft. Aber Bewegungen, Sabine hat es angedeutet, haben ja einen Hauf und runter und sind nicht dauerhaft, sondern sie übersetzen sich in viele kleinteilige Dinge. Die Leute werden politisiert, radikalisiert teilweise, gehen in andere
Organisationen oder orientieren sich neu. Also dass zum Beispiel wesentliche Teile von Fridays for Future, vor allem Leipzig, Berlin, aber auch andernorts, jetzt so stark in diese Richtung gehen, wir müssen mit den Gewerkschaften da zusammengehen und keine Konfrontation im schlechten Sinne machen, sondern zum Beispiel Tarifauseinandersetzungen dafür nutzen, nicht nur im Nahverkehr, sondern auch bei der nächsten Tarifauseinandersetzung zum öffentlichen Dienste generell, ist doch ein ziemlicher Fortschritt, auch vom Bewegungshandeln, aber der uns auch wieder Möglichkeiten eröffnet. Und auf die vielen kleinen Initiativen, die es gibt, ja, nicht immer nur auf die großen wie Fridays for Future gucken, sondern die vielen Mobi-Initiativen in den Kiezen sozusagen, die eine Größenordnung, eine kritische Masse erreichen, dann passieren Dinge. Und von dort aus wiederum die großen Fragen immer wieder zu stellen. Ja, nicht im Klein zu verhaken sich dann, sondern immer wieder dann die großen Fragen der ökologischen Transformation, auch der Automobilindustrie zu stellen. Ich glaube, dieses dialektische Miteinander, was immer wieder auch zu Rückschlägen führen wird, zu Enttäuschung sozusagen, aber das müssen wir immer wieder herstellen und die Erfolge, die wir da haben, auch feiern, weil das kann auch wahnsinnig Spaß machen. Ja, vielen Dank, Mario, für deine Darstellung und mit welchen Schritten und an welchen Punkten, mit welchen Bündnispartnern wir ein paar Schritte weiterkommen können. Und nachdem wir jetzt die drei Inputs gehört haben, freue ich mich, dass schon sehr, sehr viele Fragen eingegangen sind über den Chat oder über den Chat hier in Zoom und auch auf Facebook. Und das war immer bei den Veranstaltungen, die Theo Bergmann moderiert und gemanagt hat, immer sehr wichtig, dass eine Diskussion stattfindet. Und ja, deshalb möchte ich jetzt einfach schon ein paar der Fragen an unsere Gäste stellen. Und ich verschaffe mir kurz einen Überblick in dem Pad, wo ich diese Fragen gesammelt habe. Einen kleinen Moment bitte. Gut, ich würde jetzt vielleicht damit anfangen mit einer Frage an Sabine. Und zwar, ich suche sie kurz heraus. Zur Frage, da geht es um den Zusammenhang von Wohnen und Mobilität und Klima- und Umweltschutz. Die Verteuerung und Verknappung des Wohnens führt dazu, dass die Leute aus dem Ballungsraum Stuttgart, das könnte aber auch jeder andere Ballungsraum sein, wegziehen müssen in Gegenden ohne akzeptable Nahverkehrsanbindungen. Da beißen sich doch zwei ökologische Ziele, da man ja die Zentren nicht weiter bebauen möchte. Genau, ich würde fast vorschlagen, dass wir Fragen einzeln beantworten und nichts sammeln in dem Fall. Ich denke, weil die Fragen ja auch sichtbar sind im Chat. Sabine, bitteschön. Ja, ich meine, die Antwort ist ja schon gegeben in der Frage, wie die Verhältnisse jetzt sind. Wobei ich dazu sagen möchte, dass es natürlich, ich sage jetzt mal, davor schon hochproblematisch war, dass sich Siedlungsstrukturen entwickelt haben oder auch eben die Kommunen und die Landkreise Siedlungsstrukturen geschaffen haben, die dazu geführt haben, dass die Leute ein Auto brauchen, also Neubaugebiete ohne ÖPNV-Anschluss, die übrigens immer noch entstehen. Das ist ja total absurd und auch ein echter Skandal. Ist das eine, und das andere sind eben die wachsenden Mietpreise in den Städten, die ja zu einem relevanten Teil durch die Immobilienspekulation verursacht sind, wie wir wissen. Und der zweite Punkt, also die Frage der Mietpreise, da ist die Linke ja schon aktiv, sich dagegen aufzustellen und angefangen von der Frage des Bodenbesitzes und der Mietendeckel, das ist wahrscheinlich die prominenteste Forderung, bis zur Forderung, dass eben ein neuer gemeinnütziger Wohnungssektor entstehen muss und dass es deutlich mehr Sozialwohnungen braucht. Also da haben wir wirklich ein ganzes Portfolio, aber das ist natürlich nichts, was wir jetzt schnell durchsetzen können. Und in dieser Zwischenphase, wo eben faktisch Leute rausziehen, finde ich, ist es eine total wichtige
Forderung, die Linke auch überall vor Ort erheben können und sich dafür auch engagieren, dass es eben vernünftige ÖPNV-Anbindungen überall gibt. Das finde ich ist schon eine Mindestanforderung und womöglich natürlich auch Fahrradwege, die für alle sicher befahrbar sind, weil, also genau, das ist natürlich nicht, wenn man 20 Kilometer draußen wohnt, aber bis 10 Kilometer ist es schon auch eine mögliche Alternative, wenn es solche Infrastrukturen gibt. Vielen Dank, Sabine, für die Antwort. Die Tatsache, dass ich insgesamt genannt habe, dass viele Fragen gestellt wurden, soll euch auch übrigens nicht davon abhalten, weitere Fragen in den Chat noch zu stellen, genau, und auf Facebook. Jetzt würde ich gerne eine weitere Frage auswählen und alle anderen können wir auch nach in der dritten Phase der Veranstaltung, könnt ihr die auch gerne nochmal persönlich in Zoom nochmal stellen, weil wir nicht dazukommen werden, alle sozusagen noch öffentlich und im Livestream zu beantworten. Da ist eine Frage, die ich, sagen wir mal, relativ wichtig finde jetzt hier in Bezug auf Baden-Württemberg und auf das Verhältnis zu den Gewerkschaften. Und zwar fragt ein Kollege auf Facebook, was ist die Rolle des elektrischen Autos in der Mobilitätswende, wie wir von links sie uns vorstellen? Die Frage wurde gestellt während dem Beitrag von Mario, deshalb wollte ich die Frage kurz zunächst an Mario geben, aber ich denke, Sabine, wenn du auch noch Ergänzungen hast, dann natürlich jederzeit gerne. Ja, wir sind große Fans von E-Mobilität und zwar zum Beispiel Straßenbahnen, Züge, S-Bahnen, whatever, ja. Das ist der wichtigste Teil, wenn wir von einem Umweltverbund von 80% in den Städten mindestens mal reden, dann ist das sozusagen der Kern, über den in der Öffentlichkeit aber so wenig geredet wird, obwohl es da um E-Mobilität geht. Für den verbleibenden Rest, sagen wir mal, von Individualverkehr, in der Tat, das müsste natürlich auf E-Mobilität umgestellt sein. Weg mit den Verbrennern, haben wir ja gesagt, bis 2030. Das sollte leicht zu schaffen sein eigentlich. Und da braucht man auch diese Antriebsstrecke. Aber zu glauben, dass die E-Mobilität uns einerseits die ökologische Problematik löst und zugleich die Arbeitsplätze sichert, ist ein Irrglaube. Denn man kann nicht genauso viele E-Autos bauen. Erstens, weil es ökologisch überhaupt nicht nachhaltig wäre. Weder sozusagen, was die die Flächengerechtigkeit angeht, den Verbrauch sozusagen dort, die Ungerechtigkeit in der Verteilung von Mobilität, aber vor allem in der Rohstofffrage, nicht zuletzt bei Lithium und anderen seltenen Rohstoffen, ist sozusagen die Frage der Produktion von so vielen E-Autos überhaupt nicht gelöst. Selbst wenn man Ersatzstoffe findet, sind damit natürlich immer noch die Produktion von Autos verbunden in großer Zahl. Also ökologisch keine Lösung, aber auch beschäftigungsmäßig keine Lösung, weil die E-Autos ja mit sehr viel weniger, extrem viel weniger Teilen gebaut werden. Das heißt, viel weniger Beschäftigung brauchen und auch nicht so hochqualifizierte, wie wir sie jetzt bereits haben. Selbst wenn man sozusagen die Batterieproduktion ins Land holen würde, wo wir ja kaum was haben bislang, würde es überhaupt nicht kompensieren. Also E-Mobilität ist eine falsche Hoffnung, wenn man sie glaubt, nur durch einen Antriebswechsel sozusagen hätte man das Problem gelöst. Nee, wir brauchen tatsächlich einen Wechsel im Mobilitätsdenken insgesamt. Und da drin kann die E-Mobilität mit Blick auf Autos einen kleinen, aber wichtigen Teil einnehmen. Ich würde vielleicht einen Punkt noch ergänzen. Also die Elektroautos, die es für den Restverkehr sozusagen braucht, die müssen natürlich klein, leicht und sparsam sein. Also ein Porsche Cayenne Elektro mit zwei Monsterbatterien oder auch dieser Tesla-Monster, das ist einfach absurd. Und das ist auch eine soziale Ungerechtigkeit, jetzt auch mit diesen Elektroautokaufprämien, das ist einfach krass, weil es vor allen Dingen den Gutverdienenden zugute kommt und eben öffentliche Mittel für individuelle
Hochverbrauchsmobilität eingesetzt werden. Und der zweite Punkt, den ich noch sagen möchte, ich finde, es ist auch eine total wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzung, schon um diesen Begriff. Also die Regierung spricht immer von Elektromobilität. Das machen übrigens auch leider viele Verbände, also aus dem Spektrum der Umweltverbände auch. Und sie meinen damit Elektroautos. Und da, das ist sozusagen schon die ideologische Falle, und das hat Mario schon angesprochen, für uns findet Elektromobilität auf der Schiene statt, vor allem und öffentlich. Genau. Also ein wichtiger Punkt, und da braucht es dringend immer wieder Gegenpositionen gegen diese Ausrichtung auf die Weiterführung der individuellen Mobilität mit riesigen Elektrobatterien. Vielen Dank, Sabine, für die Ergänzung zu Marios Antwort. Jetzt würde ich gerne noch eine oder zwei Fragen in Kombination auswählen, aus denen, die gestellt wurden bisher, die ein bisschen internationale Aspekte aufgreifen. Das erste ist eher an Sabine gerichtet, wie gesagt auch immer offen, auch für alle anderen von euch. Da wurde gefragt, weil Sabine hatte davon gesprochen, dass es eben nicht darum gehen kann, dass, dass erneuerbare Energien praktisch jetzt in einer Art von neuen Imperialismus in anderen Ländern praktisch gewonnen werden. Und da ist die Frage, ja, wie sind internationale und nicht imperiale Strukturen der Zusammenarbeit beim Thema erneuerbare Energiegewinnung möglich? Und die zweite Frage, die ein anderer Teilnehmer noch gestellt hat und die eher an Mario gerichtet hat, war, ich lese sie mal vor und die Fragestellerinnen und Fragesteller können gerne auch im Kommentar noch Präzisierungen einfügen, falls ich die Fragen nicht richtig interpretiere. Der andere Diskussionsbeitrag, der Internationales betrifft, sagt, Deutschland hat viele tolle Ingenieurinnen und Ingenieure, die vieles können, und andere Länder haben große Arbeitslosigkeit, vor allem unter jungen Leuten. Wie sieht es mit internationalistischen Aspekten der Transformation wahrscheinlich vor allem jetzt im Bereich der Mobilität aus? Genau. Ja, ich kann ja einfach mal anfangen, was die Frage der internationalen Zusammenarbeit unter, ich sage jetzt mal, Aspekten der Gleichberechtigung und der gleichen Würdigung von Interessen und Anliegen angeht. Da sind wir bisher noch nicht gut aufgestellt, finde ich. Also das sieht bei der Stiftung vielleicht anders aus, weil da eben diese internationalen Büros sind und da auch mehr Kapazität ist. Was die Bundestagsfraktion angeht, haben wir da noch keine wirklich griffige Vorstellung davon, wie das stattdessen aussehen könnte. Also aus meiner Sicht wäre es notwendig, sowas wie diese regionalen Transformationsräte, die Mario skizziert hat für die Industrieregionen in Deutschland, wo jetzt die Umbaunotwendigkeiten besondere Herausforderungen stellen, sowas auch auf transnationaler Ebene zu entwickeln. Das gilt einerseits für Europa, wo ja eben jetzt auch das Thema Jugendarbeitslosigkeit eine große Rolle spielt. Aber das würde aus meiner Sicht eben auch gelten müssen für globale Zusammenarbeit. Unter den herrschenden Verhältnissen sind die Machtungleichgewichte aber so gigantisch, dass ich mir jetzt da gar keine schnelle Lösung vorstellen kann. Sondern das erste Ziel aus meiner Sicht ist, dass wir in den, ich sage jetzt mal, imperialen Ländern darüber reden, ein Bewusstsein dafür schaffen und sich sozusagen auch in der Breite der Bevölkerung, also dass diese Frage eine gewisse Hegemonie bekommt und nicht mit der größten Selbstverständlichkeit alle möglichen Ressourcen sozusagen verplant und vernutzt werden, die uns gar nicht gehören eigentlich. Ich finde, ein bisschen ein Schlaglicht ist jetzt auf diese Frage gekommen durch die Corona-Epidemie in den Schlachthöfen, in den Fleischfabriken, wo plötzlich sichtbar wird, hoppla,
Hier ist im Grunde der globale Süden vor der Haustür. Also da schuften Leute für uns, die wir sonst gar nicht sehen. Aber sowas gibt es eben im globalen Verhältnis auch. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Energiefrage, aber eben auch. Ich kann da kein fertiges Konzept anbieten. Soll ich mal, also ich kann mal versuchen, da dran zu gehen, weil die internationale Frage ist natürlich eine sehr komplexe und verwobene. Aber wenn man sich anschaut, unser Exportmodell, wo man auch ran muss, ja, das ist natürlich auch so eine schwierige Frage, weil da so viele Arbeitsplätze dranhängen. Aber das ist extrem ungerecht und hat zu diversen Krisen, nicht zuletzt der Euro-Krise, ja auch gewaltig mit beigetragen. Also da müssen wir schon ran. Wenn wir uns jetzt die Automobilindustrie anschauen, da sehen wir natürlich Produktionsketten, die in andere Länder gehen, zum Beispiel vor allem Osteuropa, aber auch anderswo, wo wir Länder in einer wahnsinnigen Abhängigkeit von dieser Produktion für ganz fremde Bedarfe, also die produzieren gar nicht für ihre eigenen Bedarfe, sondern für den Weltmarkt und für die guten Profite der Automobilkonzerne, die sich halt billigere Standorte suchen. Wenn wir also von Mobilität reden, müssten wir doch eher darüber reden, was wären denn Produktionen, die für die Bedarfe im Land, denn die wollen ja auch eine Mobilitätswende, eine vernünftige, und nicht immer die tollen Autos aus Deutschland kaufen oder eben die dann dort in Tschechien zum Beispiel produziert werden, dann auch eine Mobilitätswende hinbekommen. Und davon brauchen sie auch diese entsprechenden Güter, über die wir vorhin gesprochen haben, von Straßenbahnen bis sonst wohin. Ja. Das wäre einerseits eine vernünftige Idee, da auf einer reduzierten Exportbasis, dass Deutschland Technologien exportiert, aber auch Technologien bereitstellt, um dort dann vor Ort entsprechende Produktionen aufzubauen. Wir müssen wegkommen von dieser Vorstellung, dass wir immer in alle Welt exportieren und Exportweltmeister sind, sondern dass wir stärker über eine selektive Deglobalisierung nachdenken und in bestimmten Bereichen auch über eine andere Globalisierung durchaus, die eben Technologietransfers ermöglicht. Im Gesundheitsbereich ist es ganz schlagend sozusagen. Also wenn wir, Stichwort Corona, Impfstoffe entwickeln, dann sollte das nichts sein, was jedes Land jetzt für sich macht, sondern was sozusagen auf einer globalen Ebene sozusagen bereitgestellt wird für alle anderen Länder. Das wäre eine Form der Alterglobalisierung. Aber wir brauchen auch in den Ländern Produktionsmöglichkeiten für die wichtigsten, zum Beispiel medizinischen Bedarfe. Das ist in der Mobilität nicht anders. Die Mobilitätsbedürfnisse sollten lokal befriedigt werden. Die meiste Mobilität ist eh lokal. Dafür braucht es entsprechende Produktionen und die sollten auch vor Ort aufgebaut werden. Und was wir da sagen, auch durch öffentliche Unternehmen, aber auch durch sowas also unterstützen können, aber auch durch Lieferkettengesetze beispielsweise, wo wir wieder in die Frage der Rohstoffe kämen. Ja? Wie wird denn das Lithium produziert, das für diese E-Autos gebraucht wird? Aber auch übrigens nicht nur für die E-Autos, sondern für andere Batterien, die wir auch für den öffentlichen Nahverkehr einsetzen wollen. Da vernünftige Produktionsbedingungen vor Ort mit einer vernünftigen Bezahlung, mit ökologischen Produktionsweisen, die also Rohstoffe zwar abbauen, aber nicht einfach übernutzen, sondern und drumherum alles kaputt machen sozusagen, sondern da einen vernünftigen internationale Austausche organisieren. Das wäre doch mal was, wo man den Ansatz, den es jetzt mit dem Lieferkettengesetz gibt, wir wissen ja auch gar nicht, ob der so kommt, weiterentwickeln kann in diese Richtung. So, vielen Dank, Mario. Und ich würde jetzt noch kurz als letzte Frage, die wir hier noch live streamen, sozusagen, bevor wir in die sozusagen intensivere Diskussion nur noch in Zoom übergehen, eine Frage, die stellen, die an Markus gerichtet war. Markus, du hattest, ich nehme an, darauf bezieht sich am Ende deines Beitrags gesagt, also du hast dargestellt, dass für dich, der du dich politisiert hast, jetzt auch mit dieser Klimafrage, du einfach so einer sehr kapitalismuskritischen Haltung gekommen bist und du hast dann den Begriff, ja, wir brauchen eigentlich so eine Art Öko, ich weiß nicht, ob das ja Grünen oder Ökosozialismus. Und ein Teilnehmer hat an die Frage gestellt, der hat signalisiert, dass er zunächst mal die Analyse eigentlich geteilt hat, aber hat gefragt, warum benutzt du eigentlich den Begriff Sozialismus als Lösung? Der ist doch historisch ein bisschen verbrämt. Und ich denke, ja, ich würde gerne an dich als Mensch, der sich als junger Mensch, der sich jetzt mit dieser Klimafrage ein bisschen politisiert hat, fragen, ja, was bedeutet der Begriff Sozialismus eigentlich für dich? Ich meine, tatsächlich ist er ja einerseits historisch verbrämt, aber gleichzeitig sehen wir ja jetzt mit einem
Präsidentschaftskandidaten in den USA, der mit unter anderem auch mit der Verwendung dieses Begriffs ist bis kurz vor die, sagen wir mal, Nominierung innerhalb der Demokraten gebracht hat, bevor er dann natürlich doch gescheitert ist. Aber genau, Markus, was bedeutet jetzt Sozialismus für dich und warum benutzt du den Begriff? Also ich würde vielleicht insofern anfangen, dass ich erstmal kurz zwei Sachen klarstelle, was ich nicht damit meine. Ich meine weder eine zweite DDR mit einer marxistisch-leninistischen Kaderpartei, die der Meinung ist, immer Recht zu haben und dahingehend auch keine wirklichen, es sollte kein autoritärer Sozialismus sein wie in der DDR oder in der Sowjetunion. Ich denke da sehr viel eher an was Basisdemokratischeres, beispielsweise bei, wenn wir uns ein bisschen die Struktur des Ganzen anschauen würden, beispielsweise bei FFF und bei Solid haben wir Konsensdemokratie, sprich jede Einzelperson, die da ist, hat ein Vetorecht. Wir gehen nicht nach Mehrheit und das wäre, denke ich, ich weiß nicht, wie dieser Sozialismus konkret aussehen würde. Ich kann mir irgendwelche Fantasieszenarien ausdenken. Letztendlich ist es allem voran aber erstmal eine Negation all der Widersprüche, die hier im Kapitalismus stattfinden. Was ich auch nicht damit meine, ist ein Wahlurnensozialismus. Also ich denke, wie gesagt, nicht, dass ein Kapitalismus über Reformen hin zum Sozialismus übergeleitet werden kann. Das sind zwei verschiedene Elemente. Entweder ich reformiere Kapitalismus oder ich kämpfe für ein anderes Wirtschaftssystem. Ich kann, wie gesagt, nur schwer wirklich konkret ausmalen, was es ist. Was ich tun kann, ist, ich kann kritisieren, was ich an diesem System falsch finde. Beispielsweise eben, dass die Ökologiekrise durch den Kapitalismus hervorgerufen wurde. Wie gesagt, A muss der Kapitalismus immer wachsen, damit keine Rezession eintritt. Andererseits stehen Firmen auf dem Markt immer in Konkurrenz zueinander, müssen eben im Preiskampf sich behaupten und so viel wie möglich immer verkaufen, so viel wie möglich produzieren, etc. etc. Und das ist eine immanente Notwendigkeit, die diesem Wirtschaftssystem inne liegt. Und konkret, wenn wir über ökologischen Sozialismus reden, das ökologisch könnte man auch letztendlich streichen und nur von Sozialismus reden, stelle ich mir beispielsweise eine dezentral geplante bedürfnisorientierte Wirtschaft vor. Sprich, dass man auf welche Weise auch immer festlegt, was sind die gesellschaftlichen Bedürfnisse, die ich brauche, um alle Menschen in meiner Gesellschaft auf einem guten Lebensstandard zu halten. Weder das quasi das Privileg, ein großes Auto zu fahren, anderen die Zukunft nimmt, noch, dass alle sich so sehr im Sinne der Ökologie einschränken müssen, dass das Leben keinen Spaß macht. Das ist das, was ich mir vorstelle. Also eine bedürfnisorientierte Wirtschaft, die eben versucht, soziale und ökologische Interessen in Einklang zu bringen. Beispielsweise, wir hatten ja auch immer wieder mit der Zusammenarbeit zwischen Klimabewegung und Gewerkschaftsbewegung. Ich mache momentan FSJ beim DGB in Baden-Württemberg. Wenn ich persönlich mit GewerkschafterInnen geredet habe, da selbst wenn es, ich sag mal, rechte Sozis waren, wurde mir nie wirklich widersprochen, wenn ich gesagt habe, dass man den real existierenden Interessensgegensatz, wenn man eben über Transformation der Autoindustrie redet, zwischen Ökologie und ArbeiterInneninteressen, vor allem das Interesse, beschäftigt zu sein, redet, dass man das bestmöglich dahingehend auflöst, dass man all die Notwendigkeiten des Kapitalismus auflöst, Wachstumszwang, dass ein Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit herrscht, etc. etc. Und ich denke, wie gesagt, einfach nicht, dass innerhalb dieses Systems der Klimawandel aufgehalten werden kann, wenn doch dieses System der Grund war, warum der Klimawandel überhaupt erst existiert. Ich hoffe, ich konnte die Frage soweit beantworten. Wenn ich das nicht konnte, dann kann ich auch gerne nochmal einen Punkt konkretisieren. Markus, ich denke, das war doch ein grundsätzliches Abschlussstatement, zumindest für diesen öffentlich live gestreamten Part. Aber ich sehe, dass Mario noch eine kurze Ergänzung zu dieser Frage hat. Ja, das wäre nett. Ich stimme Markus voll zu. Wir reden ja bei Fridays for Future zum Beispiel, aber auch immer wieder bei anderen Zusammenhängen über Systemwechsel, der notwendig wäre. Mir ist der Begriff dann letztlich nicht so wichtig, was wir meinen, aber wir haben halt keinen anderen für unseren demokratisch-feministischen, ökologischen Anspruch, was auch immer. Wir können lauter Adjektive aneinander bauen. Ich finde, Sozialismus erinnert genau daran, dass wir Menschheitsprobleme haben, die wir in einem kapitalistischen kapitalistischen System so nicht lösen werden können, aber angehen müssen.
Und Sozialismus hat mehrere Konnotationen, neben den negativen eben auch ganz positive für eine befreite Gesellschaft, wo die Bedürfnisse sozusagen erstmal befriedigt werden. Also man könnte zum Beispiel das Selbstverständliche sagen, nämlich, dass man einen Anspruch auf eine vernünftige Wohnung hat, auf Mobilität, auf Gesundheitsanspruch. Also die Infrastrukturen, Infrastruktursozialismus sagen eigentlich dazu, sozusagen die Basis dessen wären. Das ist auch die Grundlage, auf der Leute wie Bernie Sanders, gute Sozialdemokraten oder Corbyn und andere sozusagen den Begriff Sozialismus nutzen. Ich finde, dahinter sollten wir nicht zurückfallen, weil er markiert doch immer wieder, man könnte sagen mit Rosa Luxemburg, dass wir nicht nur das erreichen wollen, was jetzt irgendwie gerade möglich ist, weil die Kräfteverhältnisse es gerade hergeben, sondern all unser Wirken auch darauf gerichtet sein sollte, über das, was im Moment möglich ist, hinauszugehen, den Horizont zu öffnen für etwas anderes, dessen Begriff wir vielleicht noch nicht haben, aber die, die in der sozialistischen Tradition stehen, selbstverständlich sagen können sollten, in der Verständigung darüber, wie das Neue aussehen sollte. Insofern würde ich nicht auf Begriffe verzichten, selbst wenn wir oder viele meinen, das ist noch nicht der Richtige, sondern darüber reden, wie das denn aussehen könnte. Und dann reden wir darüber, ob Sozialismus der richtige Begriff wäre oder vielleicht finden wir einen neuen. Aber ich sehe im Moment noch keinen. Insofern würde ich keine nützlichen wegwerfen. Ja, vielen Dank, Mario, Markus und Sabine, für eure Beiträge und jetzt für eure Inputs und für die Antworten auf diese Fragen, die ich jetzt hier in die Diskussion gegeben hatte. Und ich kann auch kurz noch, wollte ich noch bemerken, dass ich glaube, dieses grundsätzliche Ende über den Begriff Sozialismus und den sozusagen historischen Optimismus, dem Mann, zu dessen Ehren wir diese heutige Veranstaltung heute veranstalten, dem Theo Bergmann ziemlich gefallen hätte. Genau, insofern war das ein guter Schluss für diesen sozusagen öffentlichen Teil. Ich meine, ja. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir jetzt den Livestream unterbrechen. Und einfach noch, weil es waren schon noch ein paar andere spannende Fragen da, die jetzt einfach aus Gründen der Zeit nicht zum Zug kamen, das würde ich alle einladen, jetzt noch bis die letzte halbe Stunde oder die letzten 20 Minuten bis 13 Uhr noch hier in Zoom mit uns zu bleiben und vielleicht sich auch selber nochmal zu Wort zu melden und mit unseren Gästen und untereinander zu diskutieren. Deswegen, das geht natürlich nur, mit diskutieren kann man jetzt dann nur noch, wenn der Livestream ausgeschaltet ist, wenn man hier mit im Zoom-Konferenzraum ist. Deshalb habe ich, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, in Facebook in die Kommentarspalte nochmal den Einwahllink kopiert, falls ihr eben nur auf Facebook gerade zuschaut. Einmal auf den Einwahllink geklickt und ihr seid auch hier mit im Raum dabei. Und ansonsten verabschiede ich mich von allen, die uns ja nur bei Facebook zugeschaut haben und uns